Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Wir starten ab heute mal eine kleine Reihe und zwar Tapas. Ja, Tapas nicht im üblichen spanischen Style, sondern wir haben uns da so ein paar Sachen ausgedacht. Die kommen jetzt jeweils an drei Sonntagen, sind kleine Filmchen. Wir starten heute mit gebackenen Champignons und einer Tartarsoße. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Für unsere Champignons benötigen wir natürlich Champignons, das sind ca. 200 Gramm, eine halbe gehackte Zwiebel, Pfeffer und Salz und ein bisschen Rotwein. Ja, die ganze Sache, wir würzen jetzt die Champignons mit Salz und Pfeffer, geben die Zwiebel hinzu, den Rotwein, vermengen alles miteinander. Und dann darf das alles über Nacht im Kühlschrank marinieren. Ja, und was wir für unsere Soße Tartare benötigen, sage ich euch gleich. Für unsere Soße Tartare benötigen wir 1 Becher Joghurt, 1 Becher saure Sahne, 1 Teelöffel Senf, 3 Teelöffel Mayonnaise, eine halbe gehackte Zwiebel, Gewürzgurken nach Bedarf, wir nehmen 3 Stück. Kapern nach Bedarf, wir nehmen auch 3. Schnittlauch, Salz und Pfeffer, Petersilie und Knoblauch nach Bedarf, wir nehmen eine Knoblauchzehe. Ja, wir benötigen natürlich noch eine Panierstraße und dazu brauchen wir Mehl, ein Ei, Paniermehl bzw. Semmelbrösel. Und wir beginnen jetzt mit der Zubereitung unserer Soße Tartare. So ihr Lieben, wie ihr seht, wir haben unsere Soße fertig, alle Zutaten verrührt. Die ganze Soße geht jetzt erstmal in den Kühlschrank und wir machen erstmal weiter mit unserer Panierstraße. Ja, ihr Freunde. Angekommen an der Panierstraße. Ich habe mich schon mal versucht, nicht ganz richtig gelaufen, weil ich muss alleine arbeiten. Hier sind unsere durchmarinierten Champignons. Es dreht schon wieder. Aber ist nicht so schlimm. So, eingekriegt. Rein ins Mehl. So. Rausgenommen, ab ins Ei, einmal drehen, so, und jetzt ab ins Paniermehl, na natürlich wieder die besten Schalen genommen, die sich mitdrehen, aber es wird schon funktionieren. So handhabe ich das mit dem Rest auch und dann sehen wir uns wieder. So Freunde, wir sind jetzt an der Fritte angekommen und jetzt geben wir nach und nach unsere Champignons rein. Ja, muss wieder ein bisschen improvisieren. Wir backen die jetzt goldbraun aus, lassen sie ein bisschen abkühlen. Ja, und dann kann auch schon gegessen werden. Ja, Freunde, wenn ihr euren nächsten Tapasabend habt, diese gebackenen Champignons gehören unbedingt auf den Tisch. Und auch die Soße Tartare könnt ihr übrigens auch zu Fleisch- und Fischgerichten verwenden. Klasse! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche dabei seid, wenn es Tapas Teil 2 gibt. Und so... schönen Sonntag. Kühnes Kochkanal.